Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Exotic Speed, schauen wir mal. Stimmt. Stimmt. Da habe ich ja schon den Lotus gekauft. Ja, aber so soll es ja erstmal bleiben, ne? Es sollen jetzt gerade, ich weiß nicht, 16 Grad werden, also heute Abend noch. Jetzt sind es, ich weiß nicht, 19 oder so. Sehr geil, sehr angenehm. Das hätte ich letzte Woche gebrauchen können. Hätte ich viel mehr gepackt hier. Aber ja, so ist das. Auf dem Daytona International Speedway Sportscar Circuit findet das 24-Stunden-Rennen im Winter bei eingeschränkter Beleuchtung der Strecke statt, sodass die Autos auf ihre starken Scheinwerfer angewiesen sind. Ich bin wieder in Ingolstadt unterwegs. Beim letzten Mal, als ich hier geschlafen habe, klebte am nächsten Morgen mein Kopf am Schrank. Am Schrank. Alter. Also ich habe so ein Nackenkissen, ne? Und ich musste, ich glaube am Donnerstag, ne, am Freitag war das. Genau, am Freitag. Das war so klitschepitsche nass, ne? Also ich schwitze am Nacken, wie jeder andere auch, der menschlich ist. Und das war durchtränkt, also richtig durchtränkt. Da musste ich erstmal googeln, wie ich das wieder sauber kriege, weil das ja Schaumstoff ist und so. Und ach Gott. Also da bin ich geschwommen im Bett. Das war so eklig. Und ich habe einen Deckenventilator. Also eigentlich sollte das nicht vorkommen. Eieiei. Du am Nachtschränkchen geklebt oder was? Das ist so ein ekliges Wetter, hatten wir schon lange nicht mehr, ne? Mein warm ist eine Sache, aber schwül ist widerlich. Widerlich. Ja, aber krass, da kam jetzt nicht nur... Boah, warum wackeln wir so? Alter! Das gesehen? Ich hatte noch... Boah, ich wollte gerade sagen, fallen wir bloß nicht rein. Ich hatte noch gar nicht die Kontrolle gekriegt. Da fing er schon an zu wackeln. Ja, nicht nur, dass ich jetzt keinen Abo-Alert gekriegt habe. Der zählt auch nicht hier auf Twitch. Hoppala. Das kommt bei dir, kommt das öfter vor, ne? Irgendwas ist bei dir anders. Aber das müssen wir eben lauter machen hier, mein Headset. Oh, viel besser. Ja, jetzt höre ich was. Ja, der Lotus Esprit V8 ist ein geiles Auto. Ich habe das als Kind schon gemocht. Da gab es ein Spiel, das hieß Lotus Turbo Challenge. Auf dem... Oh, ich weiß nicht, war das Amiga 500? Ich meine ja. Oh, das habe ich gesuchtet, das Spiel. Das war so gut. Irgendwann in den 90ern. Und ja, der fährt nicht schlecht. Ach so, ja. Ich bin ja die ersten drei Events mit dem Lenkrad gefahren am Simric.
und habe dabei die Schwierigkeit auf höchste Stufe stellen müssen, damit die anderen auch eine Chance haben. Wir müssen jetzt mal gucken, wie das dann so läuft mit dem Controller. Ich habe Zweifel, dass das auch nur annähernd so gut funktioniert. Aber schauen wir mal. Wow, wow, wow. Mal gucken, wie wir durchkommen. Oh, oh. Ja, man merkt es an der KI, den Schwierigkeitsgrad. Also die sind viel mutiger, riskieren auch mal, so wie der gerade eben, Kurvenfahrten, die man eigentlich jetzt nicht so unbedingt machen sollte. Das macht das Ganze viel spaßiger, viel interessanter. Aber da muss es halt auch wirklich können, sonst hast du ein Problem. Und du brauchst ein sehr gutes Setup. Deswegen, wir werden sehen, wie das hier funktioniert. Wow. Oh, geil. Ich dachte schon, ich rutsch raus. Ja, der fährt sich echt gut, der Bock. Muss ich gestehen. Oh, und er ist so geil, ne? Man muss ja die Autopunkte freischalten. Ne, indem man halt fährt und fährt und fährt. Und das haben die ja vor einer ganzen Weile rausgepatcht. Jetzt ist es so, wenn man nicht genug Autopunkte hat, dann kann man die mit Spielgeld kaufen. Und das ist ja geil, ne? Somit ist alles freigeschaltet von Anfang an. Und wenn man sich dann so ein Setup hier gönnt, ne, von irgendwelchen anderen Leuten, dann kauft man einfach mit der Ingame-Währung halt weitere Autopunkte. Meine Kurvenfahrten waren immer eine Gerade durch die Kurve. Ja, manchmal geht's, manchmal nicht. Da muss man sehr vorsichtig sein. Aber was mir aufgefallen ist, seit ich hier auf höchstem Schwierigkeitsgrad habe, also die Bonus-Rundenzeit hier, keine Chance. Habe ich nicht einmal geschafft. Auch hier, 2 Minuten glatt, 2:10 war jetzt meine erste komplette Runde. Okay, da geht vielleicht noch ein bisschen was, vielleicht 2 Sekunden, vielleicht 3, je nachdem. Also mit dem Lenkrad eher wie mit dem Controller. Aber es ist eigentlich nicht machbar. Da muss man halt schon wirklich viel Zeit investieren, um das hinzukriegen. Sind schnell, ne? Zwei Minuten 35 und wir zocken Helldiver im nächsten Stream, wenn ich zu Hause bin. Okay. Werde ich nie vergessen, die 1:27.4. Ne, 1:24.7, wo du den Stream gewonnen hast. Das war der absolute Hammer. Also genauer hätte man es nicht treffen können. Das Short, was ich dazu gemacht habe, habe ich gerade vor ein paar Tagen wieder gesehen. Ja, gestern. Ich habe dann, während die Waschmaschine gelaufen ist gestern Abend, bin ich noch hoch, habe ein bisschen Video geschnitten.
und habe dann noch alte Shorts verlinkt. Und da war tatsächlich das Short dabei, wo du die Rundenzeit gesagt hast. Das war der Hammer. Boah, ich wünschte, wir wären mit Lenkrad gefahren, ey, echt. Das macht mir ein bisschen Probleme hier. Ich habe eben Vertrauen in deine Fahrkünste, ja? Ja, gutes Zeichen. Definitiv. Definitiv. Oh. Wow, wow, wow. Ah. Okay, das war gerade schlecht. Was ein bisschen problematisch ist mit dem Auto, der liegt zu gut auf der Straße. Schwer zu erklären, der hat ein sehr hohes Gripniveau. Aber nicht genug Leistung, um mit dem Auto zu spielen, um das Auto entsprechend bewegen zu können. Ich weiß nicht, ob man das verstehen kann. Ja, also der Grip ist zu hoch. Können wir gleich mal gucken, ob wir ein anderes Setup finden. Ey, Digga, jetzt hat er mir die Runde versaut. By the way, hast du Bock, die Tage mal zu quatschen? Unverbindlich, wie alte Menschen im Telefon? Ja klar, können wir machen. Absolut. Kein Problem. So, morgen ist eine Therapie, aber Mittwoch auf jeden Fall möglich. Ich meine, morgen ab 21 Uhr ist es auch möglich. Da bin ich etwa zu Hause, so in dem Dreh. Wie es passt bei dir. Sag's Bescheid, gucken wir. Ich hoffe, dass da am Freitag nichts vorgefallen ist. Aber das war mal privat. Wow. Na gut, Runde war eh verbockt. Ich glaube, wir müssen uns da gleich mal ein anderes Setup holen. Grip ist schön und gut, aber der hat zu viel Grip. Runde wieder verbockt. Was ein bisschen komisch ist, der rechte Trigger, ne, der Gas-Trigger vom Controller, der bleibt hängen, wenn ich vom Gas runtergehe. Was ist da denn los? Der Controller ist doch erst 11 Jahre alt. Oh, Bremse hängt auch ein bisschen, aber nicht ganz so wild. Schickelei! Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben doch keine Zeit! Ja, das Auto ist ein bisschen schwierig zu fahren. Sehr viel Grip,
sehr wenig Leistung. Der klebt förmlich an der Straße. Das macht's schwierig. Müssen wir mal gucken, was wir da machen gleich. Hey, der hat mich angerempelt. Aber ist doch ein wunderschönes Auto, oder? Wow. Solange er nicht kaputt ist. Wie gesagt, ich habe den als Kind in den 90ern, habe ich mich schon verliebt in das Ding. Das ist einfach geil. Und wer meint, er hat das Auto schon mal gesehen, weiß aber nicht woher. Richard Gere in Pretty Woman fährt das Auto in weiß am Anfang, wo sie aufgabelt, die Julia. Damals war das noch ein Luxus-Sportwagen. Boah. Da kommst du so schlecht um die Kurve, ne? Dadurch, dass er so einen Grip hat. Beziehungsweise nicht genug Leistung hat. Das wäre ich sogar schon von einem Ferrari überholt. 512 Testarossa. Oder? Ich glaube schon. Noch 1 Minute 40, das heißt, noch eine Runde packen wir nicht. Das heißt, Toffel hat leider verloren. Haha. Aber vielleicht haben wir im Rennen ja noch die Möglichkeit, die Zeit zu fahren. Oh, guck mal, links oben, die Bestenliste. Da ist einer tatsächlich 1:59 gefahren. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich hoffe, die haben jetzt mit dem neuen Update nicht wieder die KI-Balance zerstört. Dass wieder einer ultra schnell ist und alle anderen langsam. Ach, ich komme nicht rum. Ich komme da nicht rum. Du hättest ja auch einfach schneller fahren können. Das ist allerdings wahr. Also in gewisser Weise ist es dann auch schon mein Fehler, ne? Aber ich glaube, vorm Rennen können wir kein Tuning mehr runterladen, ne? Müssen wir gleich mal gucken, ob wir da noch was verbessern können. Da müssen wir mal schauen. Schönes Auto. Wäre der in der 80er rausgekommen, wäre das auch eine schöne Zeitmaschine gewesen, anstatt der DeLorean. So, gucken wir mal, Auto. Tunen? Nee. Geht nicht.
könnten allerdings versuchen. Boah. Ja, komm, wir gucken mal. Nein, 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 ich will Teile. Oh, hör auf. Jetzt ist das alles weg. Und wir haben ein Standardauto. Och, was ist das für ein Spiel, Mann? Das ist so eine Frechheit. Jetzt haben wir das Auto serienmäßig, ne? Anstatt mit dem Tuning. Das ist nicht gut. Also gar nicht gut. Jetzt haben wir gar keine Chance mehr. Verdammt. Kommen wir da nicht noch irgendwo rein? Da hier Schwierigkeit. Volle Pulle. Als Beweis. Einstellung ist ja nur... Nee. Scheiße. Okay, jetzt können wir es eigentlich so ziemlich vergessen, sag ich mal. Nun kannst du dich mal an die Füße fassen, aber sowas von. Komm, aber selbst mit dem Tuning schätzt er 10. bis 12. Ah, das seht ihr gar nicht so richtig, ne? Ah, wo soll ich denn hin mit der Kamera? Oben links sind die Zeiten, unten links ist die Map. Ja, gehen wir nach unten links. Habe ich die... Ja, alles eingestellt. So, 10. bis 12. Oh mein Gott. Jetzt sehen wir gleich, was für ein Leistungsindex da ist. Der kann nicht gut sein. Nee, das sehen wir nicht. Ach, doch. 579. Nein, wir hatten 600. Boah, das ist eine Frechheit, ey. Das ist doch eine Frechheit. Ja, gut. Kraftstoff hat er übernommen? Hat er übernommen, jawohl. Map ist egal, ja, ne? Denke ich auch. So. Oh, halt, noch einen Schluck trinken. Oh, nein, schnell. Ah. So. Oha. Oh Gott. Okay, jetzt hat er sehr wenig Grip. Aber ja, immer noch keine Leistung. Oh, Bremsen sind auch nicht gut. Das war Vollbremsung eben. Okay, schauen wir mal. Wir müssen ja nicht schnell sein. Wir dürfen nur nicht die anderen vorbeikommen lassen. Wow, 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 wow. Oh Gott. Der schwankt wie so ein Schiff. Immer noch Vierter. Okay. Kann man jetzt so erstmal nicht meckern. Was erwartest du von dem Zwieback-Moped? Zwieback-Moped. Naja, also Lotus war ja damals nicht schlecht. Aber die wurden halt richtig stark, ne? Lotus Hennessy. Schnellste Fahrzeug der Welt über viele Jahre mit, was hat der, 434 km/h oder so. Krasses Auto. Das war ein, oder ist ein Lotus Esprit, war das, glaube ich.
Nee. Nee, Exige. Lotus Exige. Aufgemotzt halt wie Sau, ne? Der war doch bei Forza Horizon 2. War der doch Teil der Löffelliste, wo man mit dem Hennessy die höchste km/h-Zahl erreichen musste auf der Autobahn. Auch ein gelber übrigens, so wie der hier. Wow, 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 wow. Und da hinter uns ist noch so ein Lotus, aber ein bisschen gemachter. Wow, wow. Oh, du Sack. Hey, 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 lass mich. Oh, habt ihr das gesehen? Der wollte mich da herumschieben. Anschieben quasi. Hey, aber wenn wir den vierten Platz halten können, bin ich erstmal zufrieden. Weil danach können wir ja wieder Tuning-Setup holen. Und ich möchte es nochmal erwähnen, der höchste Schwierigkeitsgrad ist das. Aber guck mal, der erste ist wieder übertrieben zu schnell. Das ist doch wieder... Garantiert haben die mit dem Patch das KI-Update wieder kaputt gemacht. Drei noch. Die hatten die Balance endlich drin, ne? Und jetzt haben sie es wieder kaputt. Rum. Quasi der untersteuert, ne, der rutscht dann über die Vorderräder anstatt über die Hinterräder, aber der hat doch hinten brachiale Schlappen drauf, ne, serienmäßig schon, also zumindest für die Zeit brachiale Schlappen, ich sag mal, keine Ahnung, 305er Schlappen hinten und 255er vorne oder so. Ist halt eine Heckschleuder, das Ding. Oh, das ist Aston Martin oder Jaguar? Ich glaube, Aston Martin ist das da hinter uns, ne? Megatron. Aber für Serienbremsen sind die eigentlich ganz okay. Klar, bei einer Vollbremsung hat es verloren, wie wir vorhin gesehen haben, aber ansonsten, man kann sich relativ drauf verlassen, auf die Teile. Oh, Lenkwinkel. Toffel, kann es sein, dass du
Turbo hast? Heißt das so? Alter, der Vorsprung von dem ersten, ne? 18 Sekunden vor dem zweiten. Die fangen ja schon an wie Bethesda, wo sie Fallout 76 verbessert haben. Und mit dem nächsten Patch haben sie die Verbesserung von dem Patch davor einfach wieder aufgelöst. Durch Puddles. Wenig Kraftstoff. Wer braucht Kraftstoff? Noch eine Runde. Oh, oh, oh. Da habe ich einen Schlenker nach links, nach rechts gemacht. Das war nicht gut. Man muss schon in der Spur bleiben beim Bremsen. Vorsichtig, vorsichtig. Ich habe mir vorhin Brötchen aufgebacken, ne? Und vielleicht waren sie ein bisschen kross. Also, was heißt vielleicht, die waren saudunkel. Also ich hasse die Brötchen von Götz. Die sind immer knochenhart, dunkel, man zerschneidet sich alles. So, wenn ich selber Brötchen aufbacke, passiert das eigentlich nicht. Heute ist es passiert. Hab's natürlich trotzdem gegessen und hab mir sowas von die Zunge aufgeschnitten, ne, dass ich Blutgeschmack im Mund hatte. Also sollte ich mich irgendwie komisch anhören heute, dann liegt das da dran. Das fühlt sich so komisch an. Ne, ich spüre den Cut auf der Zunge und die Schwellung. Und das ist sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig fühlt sich das an. Tadam, Vierter. Oh. Ich kitzel das hier die ganze Zeit. Tolles Rennen. P4. Ja. Ganz okay. Guck mal, Platz 1, ne? Einfach von der Rundenzeit her geht's eigentlich, ne? Okay. Dann gehen wir mal an die Tunings. Und trinken. Schwer zu fahren, das Ding. Aber die Auswahl war auch nicht besonders, ne? In der Gruppe hier, in der Reihe.